Dörn, alle draußen, ja, und dass ihr eingeschaltet habt, hier ist wieder Gonzo Monzo mit die Nora in Farbe und Band. Ja, ich bin leicht erkältet, also euch nicht wundern, wenn ich die ganze Zeit die Nase hochziehe. Aber yeah. So, gut, hier steht nämlich jetzt noch 42 Tage, bis das Böse erwacht. Und das Böse bringt alles um. Also es penetriert unsere Welt und penetriert auch uns in unseren Anus. Ja, ja, ja. Warum ich gerade auf Penetrieren komme? Ja, der Entwickler hat mich angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, eine deutsche Übersetzung von Die Nora zu machen. Ich dachte im ersten Moment so, yay. Und im zweiten Moment dachte ich mir so, oh mein Gott, ist das viel Text. Und drittens dachte ich mir so, wenn ich ein Spiel übersetze, dann übersetze ich natürlich das nicht ganz perfekt auf Deutsch, sondern würde dumme Witze einbauen. Ja, muss ich echt mal überlegen. Schreibt mal in die Comments, wie ihr das findet, wenn man das wirklich auf Deutsch übersetzen oder ob ich mich darum kümmern soll oder ob ich da jemanden finden soll, der das macht und wie ihr das fändet, wenn die Nora auf Deutsch übersetzt wird. Schreibt mal unten in die Comments. So. So, jetzt bin ich wieder in der Welt hier, jetzt muss ich wieder zurechtfinden, nach dem Urlaub jetzt mal hier wieder aufzunehmen. Das erste, was wir machen, ist ein bisschen Futtern hier, das ist immer gut. So, was wollte ich machen? Ich wollte irgendwas mit Rüstung machen, das habe ich noch so im Kopf. So, den ganzen Scheiß können wir jetzt hier machen, wir können also hier auch Cooper-Bars machen, haben wir 11 Stück. Oh, Robin kann ich auch machen. Also gehen wir jetzt am besten mit unseren Sexy Maxi Fairy Wings, gehen wir Richtung hier runter, also Richtung Höhle und sammeln Materialien. Rohstoffe, ich das tolle Fachwort dafür. Was wir ja gesehen haben, wir müssen uns erstmal das Grundmaterial Rohstoff machen. Damit wir dann das weitere besser machen können. Das heißt, du machst erstmal Eisen, dann machst du Kupfer machst du dann, danach machst du Silber, dann machst du Gold und dann machst du, keine Ahnung, ob es noch was Besseres gibt. Keine Ahnung, ob es hier Diamant gibt oder sowas. So. Deswegen bauen sie erstmal hier schön Eisen ab, so richtig romantisch natürlich auf Konsumonso-Art. Da ist der Frosch, der jetzt gerade mal stirbt. Nein, er ist nicht gestorben, Arschloch. Ja, die Scheiße ist jetzt nur, nein, ich komme da nicht mehr hoch. Scheiße. Oh, ich hätte meinen Dings mitnehmen sollen. Habe ich den noch dabei? Yeah. Ah, das Problem ist... diese blöde Lampe hier nervt ein bisschen. So. Gehen wir runter. Materialien. Wir brauchen Materialien. Hallöchen. Und wir haben schon wieder 120 Seelen. Ich glaube, wir können bald schon wieder ein Level up machen. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht sterben. Das ist auch ganz wichtig. Da oben ist doch was. Nein, jetzt... Alter... Ruhig, ruhig Blut, mein Freund, ruhig Blut. Das Ding tue ich mal raus, braucht gerade kein Mensch. Ja, Lichtkarte. Egal. Bam, bam, bam. Wir nehmen mal den hier, der geht viel schneller. Zack, 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 zack. 14 Schaden, 14 Schaden. Nein, ich. Oh. Okay, wenn man vergiftet ist, hat man verkehrte Steuerung. Damit auch jeder andere weiß, warum ich gerade runtergefallen bin. Ist doch nicht weiter schlimm, weil man hier ziemlich schnell bauen kann. Och nee, Wurm, verpiss dich von mir. Ich hasse Würmer. Braucht kein Mensch, geben wenig Seelen und was sie droppen? Ein Hook, ja, ein Hook. Wo wir schon gefühlte 10 Millionen Crabbling Hooks haben. Jetzt. Da ist er doch. Ja, sterb. Guck da, ein Crabbling Hook runtergeworfen. Wer ihn braucht, niemand. Da war der Bug gerade wieder. Die ganzen Bugs werden auch gefixt. Habe ich auch vom Entwickler gesprochen mit. Steht auch, glaube ich, sogar in seinem Forum drin. Und der ist auch gerade am Überlegen. Der wartet jetzt noch. Nein. Ach, was mache ich denn gerade? Scheiße. Der hat aber gesagt, er wartet noch eine Woche, damit noch weitere Bugs kommen, die er am Ende noch fixen kann. Und er überlegt, ob er erstmal das Ding so raushaut mit Bugfixes oder ob er erstmal noch ein bisschen Content dazu haut und dann erst das Ding raushaut. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, weil ich habe da schon ein bisschen Mitstimmungsrecht. So als hier der erste Let's Player und der einzige Let's Player von den Nora. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ob ihr sagt, ah nee, ich hätte lieber die Bugfixes erstmal, bevor das ein bisschen Content kommt und danach... dann das Content erst kommt oder ihr wartet länger auf die Bugfix Plus Content, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also ich meine, ich sag das dann, habe schon meine Stimme, dann könnt ihr direkt auch ins Forum gehen, ich zeige euch dann auch den Link. Falls es durchkommt im nächsten Part, stelle ich dann den nächsten Part den unten rein, da könnt ihr auch nochmal euch kurz anmelden, mit einer Gammelmail, fragt mich nicht, und dann könnt ihr darunter schreiben, ja ey, das soll gemacht werden und so.
Und wenn dann 10 Leute schreiben, ey, das soll gemacht werden und so, dann wird das auch gemacht. Nur mal so als, als Idee. Ich habe mit ihm auch allgemein auch mal so drüber gesprochen. Ich mache halt nur Scheiße, mal gemerkt hier. Mit ihm allgemein auch mal drüber gesprochen, wenn das Spiel sich besser verkauft und so, dann wird er mir auch Codes bereitstellen und ich selbst werde auch nochmal Codes dazu steuern von dem wenigen YouTube-Money, was ich ja verdiene. Ich meine, da kaufe ich mir mal nicht irgendwie was zu trinken oder was nur eine Schachtel Kippen oder so und kaufe davon eher 5 Codes oder so für euch und dann werde ich auch ein kleines Gewinnspiel machen. Natürlich mit dem Hintergrund, dass das Spiel dann wieder bekannter wird. Ich meine, wenn ich jetzt eine Verlosung hinkriege und er das irgendwann macht, dann habe ich, wenn alles gut ist, so keine Ahnung, 10 Codes oder so, und dann verlose ich die einfach. Das heißt, 10 weitere deutsche Dinora-Spieler und diese finden das Spiel wetten auch so geil, empfehlen das weiter und dann wird Dinora immer größer und es werden mehr Updates kommen und bliblablub. Und ich kann meinen Zuschauern auch was zurückgeben und ich meine, Dinora ist kein schlechtes Spiel. Und ja. Viele wollen das Spiel, das Problem ist aber, bevor du es dir kaufen kannst, das Kleinste, was du dir kaufen kannst im Handel, sind 800 Microsoft Points. Und vielleicht will jemand für 15 Euro keine Points kaufen, ich glaube 10 oder 15 Euro, und vielleicht nur den Nora haben. Und das ist natürlich Abfucker, dass er sich dann so viel kaufen muss. Und dann gewinnt er bei mir den Code und muss, ohne sich da wieder extra was zu kaufen, kann er sich dann das in die Game holen. Ist auf jeden Fall gut. Und ich meine, ein Spiel für Umme ist nie schlecht, ja. Auf keinsten. Das heißt aber nicht, dass jetzt die Leute, die dieses Spiel noch nicht haben, jetzt nur darauf warten. Also ganz ehrlich, kauft es euch trotzdem, auch wenn ihr gerade das Geld habt. Nicht, dass ihr jetzt die ganze Zeit wartet und denkt, ach komm, der macht das Gewinnspiel wetten so nächste Woche oder so und dann kaufe ich es mir so lange nicht. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche wird, ich weiß nicht, wann es wird. Also wenn ihr es unbedingt spielen wollt, kauft euch lieber. Ich meine, 95 Cent mittlerweile, also keine 80 Micropoints mehr, ist ja mittlerweile Geld. Kann man dafür echt aufbringen. Aber meine Nase ist so zum Kotzen, ey. Naja. Wir Männer sind bei Erkältung ja immer so ein bisschen memmhaft. Also allgemein sind Männer, wenn sie krank sind, so ein bisschen angeschlagen. Sagen ja die Frauen immer. So. Och, ich brauche noch mehr. Viel mehr. Viel mehr Eisen brauche ich. Wie viel habe ich denn mittlerweile? 186. Ich will mir nämlich direkt dann meine Nicht-Spitzhacke, haben wir ja schon besser, mein Hammer und meine Axt, ich will das alles Eisen haben. Stell dir mal vor, wir kriegen das hin, dass wir das alles haben. Und dann können wir uns auch an die Ausrüstung machen, also an die... Ich wette, wir haben dann auch welche für die Rüstung, haben wir auch. Ich meine, wenn wir denn die perfekte Rüstung haben, keine Ahnung, Silber oder Gold oder so. Wo mir schon Eisen jetzt reicht, weil ich eh schon diese 2 Items habe, dass ich jetzt 10 Defense habe, die den vorigen Part vielleicht schon angeschaut haben. Die wissen, wovon ich rede. Und dann habe ich mit der Rüstung über 30 Defense und dann muss ich eigentlich nur darauf achten, dass ich irgendwie noch Defense für Elementarschaden kriege, dass ich nicht von Feuergegnern zerbrödelt werde. Da ist noch eins. Hier waren wir aber schon, das sehe ich nämlich. Da oben ist da noch irgendwas, war da eine Schatztruhe? Hab ich jetzt gerade das gesehen oder war das gerade nur Einbildung? So. Da oben war irgendwas, ich guck mal gerade nach. Meine lieben Leute. Ist das? Nee, ich sehe das nicht so. Ihr seht, das wird, glaube ich, noch weniger. Weil mein Fernseher ist ein bisschen heller eingestellt als das kleine Bildschirmding, ja, der Döns da. So. Ach, fuck. Da haben wir wieder gut Eisen. Ich habe auch gerade Bomben dabei, habe ich gesehen. Kann ich leider nicht benutzen, weil... Ja, toll, jetzt sehe ich aber nicht. Warte mal. So, halten. Und jetzt... Das habe ich zerstört. In der Hoffnung, dass da irgendwas Geiles drin ist. Was nicht so ist. Weil ich Bomben erst werfen kann, wenn ich das andere skille, dieses gelbe Zeug. Ich weiß aber nicht, ob man hier in Dinora Waffen kriegt und so ein Scheiß. Das muss ich also auch immer skillen. Aber erstmal habe ich ein bisschen Mana geskillt. Es gibt vielleicht auch High-Skills, ich weiß nicht. Das wäre natürlich ziemlich geil. Dafür habe ich Mana geskillt. Und der HP ist am Anfang echt das Wichtigste, ja. Auf jeden Fall das Allerwichtigste. Meiner Meinung nach. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn auch Leute dabei sind, die vielleicht die Nora schon selber spielen, ob man Mana braucht als mein Beruf und ob man das Gelbe braucht zum Schießen oder so. Aber bitte nicht spoilern, nur reinschreiben, ob man es braucht und so. Ja, ja, aber so nicht schreiben, ja, da gibt es doch die Gun und die Gedöns da. Das wäre mir sehr hilfreich. Was ich auch noch nicht durchblicke, ist mit den NPCs. Mir hat jemand geschrieben, man kann irgendwie Missionen annehmen und so ein Gedöns. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, das könnten wir aber mal machen. Gucken wir gleich mal. Aber erstmal Rohstoff. Rohstoff ist momentan das A und O. Wir sind im Bösen hier. Im etwas Böseren. Da ist Kupfer.
Kupfer, also hier, sagt's mir. Kupfer. Das billigste, was es in Dinora gibt. Lustigerweise in Dinora. In Terraria ist Eisen besser als Kupfer und hier ist genau andersrum. Hat Entwickler Wetten gemacht, damit hier, damit der Unterschied sichtbar ist. Mir wurde auch gesagt, es gibt irgendwie... Nummer zwei Endbosse hatten wir jetzt schon, diesen Cave Warrior und den anderen Cave Keeper hatten wir da, also zwei schon. Und es gibt noch vier oder mehr andere. Also über sechs oder mehr Bosse gibt es hier, was auch geil ist. Und der Entwickler möchte, ich habe mit ihm ein bisschen gesprochen, auch noch mehr Bosse einfügen. Also, finde ich nicht so schlecht. Und die neue Update, die neue, sag ich schon, Terraria Update kommt ja auch bald. Oh, ich freue mich da so drauf, ey, es glaubt ihr nicht. Obwohl ich immer noch nicht die Hoffnung habe, immer noch denke, dass es nicht für Dings rauskommt. Nicht für, ach, sagt's mir, für Konsole. Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich habe nämlich die Idee, ich habe ja zwei Laptops, also einen alten Laptop und einen, meinen momentan. Aber auf meinem alten Laptop läuft die Terraria für PC. Läuft, ja. Terraria braucht ja nicht so viel. Und, da ich ja leider am PC nicht recorde, also nicht ungern recorde, sagen wir es so, und auch nie gemacht habe, ich aber diese Capture-Card habe, könnte ich, so doof wie es klingt, meinen einen Laptop die Terraria anmachen, das dann über HDMI mit der Capture Card verbinden und die Capture Card mit meinem PC verbinden und die andere HDMI-Kabel an den Fernseher. So gesehen fungiert dann mein einer Billig-Laptop als Bildschirm, also als Konsole. Und so kann ich dann auf meinem Haupt-PC auch noch PC-Spiele let's playen, die dann soweit auf meinem billigen Kack-Laptop laufen. Und ich meine, da läuft Minecraft auch drauf und da läuft auch das Größte, was ich drauf gespielt habe, war Command Conquer 3 oder so, frag mich nicht. Ich konnte darauf auch Far Cry 1 spielen, also so diese Indie-Games, die laufen da schon noch drauf. Und dann könnte ich PC-Games so recorden. Das heißt, ich könnte Terraria 1.2 auf PC recorden, obwohl ich es lieber auf Konsole machen würde, natürlich. Was ich auf PC jetzt auf Steam mir 2,50 Euro das Ding gekauft habe. Ich fand es ganz gut. Ich habe mir am Anfang so die erste Häuschen gebaut, aber ja, ich kannte irgendwie schon alles und ich war dann schon den Xbox-Controller gewöhnt. Aber vielleicht kann man den Xbox-Controller ja. Nee, kann man nicht. Das wäre auch geil, wenn man das auf PC auch verwenden könnte, den Xbox-Controller. Weil ich habe ja so ein Ding, dass ich meinen Controller auf PC verwenden kann. Aber hat die Nora scheinbar nicht, also die Nora, Terraria nicht optimiert. Aber könnt ihr auch mal in die Comments schreiben, wie ihr das findet. Das Problem ist nur, es gibt Millionen von PC-Terraria-Netzplayern. Darunter viele schlechte. Und wenn ich Konsole natürlich weiterspielen würde, wäre ich natürlich immer noch Nummer 1. Ich bin ja momentan als Deutscher immer noch Nummer 1. Ich bin so der Terraria-Konsolen-Netzplayer. Und ja, aber ich will 1.2 unbedingt spielen, Mann. Das fuckt mich voll ab. Oh, da hinten ist unser guter Kollege. Hilfe, weg von mir. Weg. Ob die auch den Helm troppen können und so ein Scheiß, wäre auch geil zu wissen. So, nein, nicht. Ah, oh, du bist blöd. Baue ich mal da hoch, genau. Wir brauchen unbedingt Kupfer. Ist das nur bei mir so oder ist es bei euch auch so, dass ihr Regen hört? Ich glaube, ihr hört Regen, gell? Ich mache mal den Sound von meinem PC ein bisschen leise. Nicht, dass mein Mikrofon da noch abfuckt. So. Also könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr das allgemein gut findet. Ich hätte auch mal irgendwie vor, so allgemein mal so ein bisschen... Spaßehalber auch mal PC, so ganz kleine Let's Play, also keinen langen, immer nur so ein Part, so Flash Games, sowas ähnlich wie PewDiePie macht. Der macht ja auch mal so billige Flash Games, die er in einem Part dann fertig macht, in 20 Minuten oder so. Ist auch mal deutlich interessanter für mich, auch ein neues Format, weil Let's Plays sind schon cool und so, aber ich merke so, den ersten Part gucken ganz viele, dann den zweiten Part eher weniger und es wird immer weniger. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, aber ist halt auch so. Und auch für mich ist es manchmal auch so langweilig. Zum Beispiel, das ist bei, sagt's mir doch. Zum Beispiel Battleblock Theater, bin ich ganz ehrlich. Und auch bei diesem anderen Spiel, wo dieses scheiß schwere Spiel, wie heißt es denn? Oh, ich hab den gehauen. Ups. Cloudberry Kingdom, genau. Dann nehme ich halt auf und nach einer Zeit habe ich aber keinen Bock mehr aufzunehmen, weil ich dann irgendwie da so Zeit dazwischen ist und dann spiele ich schon wieder ein anderes Spiel, wie zum Beispiel jetzt die Nora. Und ja, da hast du dann irgendwie so keine Lust mehr drauf. Du denkst dann so, ja, was ist das da? Da ist eine Karte oder sowas. Und dann hört irgendwie der Spaß auf. Das ist ganz komisch. Weil du dann irgendwie ein neues Spiel hast, was dann irgendwie mehr Spaß macht, ja.
Außer bei Terraria hatte ich zum Beispiel die ganze Zeit Spaß, da muss ich ganz sagen, da hatte ich echt Bock drauf. Problem ist, ich übernehme mich mit vielen Projekten aus. Habt ihr auch gemerkt, dass ich dann irgendwie 10 Millionen gefühlte Projekte da mache. Das war jetzt gerade scheiße, wollte ich eigentlich drauf landen. Und das Wasser, das finde ich auch gerade hier scheiße. Ich kann hier leider kein nichts bauen. Dass ich zu viele Projekte angefangen habe, die ich aber auf jeden Fall alle noch weiterführen werde. Also keine Angst. Das Einzige, was hundertprozentig stillsteht fürs Erste, also wirklich, das steht zu 80% fest, dass es nicht mehr was Neues kommt. Und wenn es einfach zu viel Arbeitsaufwand ist für meine wenige Zeit, das ist nämlich Chao Garden. Chao Garden, ja. Animal Crossing kommt auf jeden Fall noch weiter. Mörder, Tone Mine habe ich ja schon angekündigt, dass ich da noch ein Part mache. Also so bis Part 15 oder so, bis ich so ein bisschen Items so gezeigt habe. Und dann warte ich bis auf das nächste Update, was ja dann irgendwie in den nächsten Wochen rauskommen soll. Dann mache ich jetzt weiter. Habe ich ja vorher auch so gemacht. Und die haben ja auch schon Silberbahn. Silber-Ores. Und ja, was haben wir denn noch? Terraria wird auf jeden Fall fortgeführt. Dann muss ich immer noch einen Part machen. Zum Beispiel den habe ich jetzt die ganze Zeit nicht gemacht, weil ich jetzt die Nora die ganze Zeit spiele. Da kommt noch ein Part, um euch noch zu zeigen, was man in diesen Okram-See und den ganzen Scheiß machen kann. Habe ich selber noch nicht nachgeschaut. Dann wird es ab dem Part, das glaube ich, 43 oder 43, ich glaube 43 wird dann auch pausiert, bis ich das 1.2 Update halt habe. Das auf jeden Fall. Wäre die Frage, wie ich das dann mache. Ja, das auf jeden Fall, mache ich auf jeden Fall noch weiter, wenn das Update dann kommt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch kurz gedacht, so an Hard-Modus nochmal versuchen, so einzeln und so bei Terraria, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich sehe das Update und denke mir dann direkt, ach, scheiß drauf, ich will nur das Update haben, ja. Mit dem Pilzbiom und dem ganzen Scheiß, es ist echt krank. Also an die Leute, die vielleicht noch vom Update noch gar nichts gehört haben. Ich wollte immer noch ein Video raushauen, ich muss es auch endlich mal raushauen, aber jetzt komme ich vom Urlaub wieder, bin direkt krank, ja, es ist irgendwie immer hier so ein riesiger Teufelskreis. Zum Glück hatte ich jetzt noch diese zwei Dinora-Folgen, die Part 7 und 8, die habe ich im Urlaub schon hochgeladen, also vor dem Urlaub hochgeladen. Deswegen konnte ich die letzten Tage, wo ich im Bett lag, noch überbrücken. Aber heute, ich habe zum Beispiel jetzt keine Folgen mehr, die ich hochladen kann. Doch, ich habe, glaube ich, noch New Super Mario Bros. Habe ich noch irgendwo ein paar Parts rumliegen. Das muss ich auch noch fertig machen. Aber ich komme letzte Zeit nicht mehr mit Bert dazu, irgendwie aufzunehmen. Und wenn wir irgendwie mal irgendwas zocken, spielen wir momentan nur Tekken. Ich habe jetzt Tekken Tournament 2 mir gekauft. Extrem Bombe, das Spiel. Ich habe nur 20 Euro bezahlt bei Saturn. Also wer das Spiel hat, kann auch mal in die Kommentare schreiben oder so. Das ist auf jeden Fall der Burner. Das Spiel geht echt ab. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Genau, kommen wir nicht so ganz zum Aufnehmen. Wir haben auch noch ein paar Folgen schon aufgenommen. Und es kommen auf jeden Fall noch richtig coole Welten. Die Japan-Welten, so ein Scheiß kommt da noch. Oh, Spoiler ist schon. Aber ja, das ist so. Ah, die Zeit finden und so, gerade für Together und so. Das ist halt die Frage. Aber es war mir wichtig, halt was zu machen, weil ich habe mit Bert ja schon mal Kirby Air Ride gespielt und so ein Scheiß. Und eigentlich wollten wir schon ganz lange eine Rubrik machen, so Versus, ja, dass wir gegen ganz viel spielen dann immer ich und Bert gegeneinander und irgendwann wollten wir das auch mit Bestrafung und so einen Scheiß machen, das ist extrem, auf jeden Fall extrem lustig, ja. Und ich habe auch gemerkt, die meisten mögen den Bert ja auch, also mit billigen Praktikanten und kennen ihn auch, viele kennen ihn auch durch Xbox Live. Und ja, wäre auf jeden Fall echt cool und woran hakt's? Ich suche immer noch ein Scheiß-Intro irgendwie zu versuchen zu machen. Ich habe halt wirklich ja keine großen Skills. Ich mache wirklich alles selbst, die ganzen Thumbnails, ich mache wirklich alles selbst. Ja, weil du einfach in dieser Szene keine Leute findest. Und wenn du jemanden findest, dann, der halbwegs gute Sachen macht, ja, der will dann direkt für einen Banner auf YouTube 30 Euro haben. Und ich mir dann auch denke, pff, okay, ist klar, weißt du? Und ich will gar nicht wissen, für so ein Intro noch mehr. Und ich habe es jetzt noch eingefunden, der Intros macht. Und der macht dann nur diese Dubstep-Intros da. Mit coolen Namen, Explosion und so. Das fand ich irgendwie nicht so geil. Es war schon eine Tortur, mein Intro da zu machen. Oh, Werwolf-Attack. Mein Intro da zu machen, das ich momentan habe, Konsumonso. Obwohl das total schlicht ist. Es ist total schlicht, ja. Auch ein bisschen Elektro auch drin. Also ist kein Dubstep auf keinsten. Total schlicht, aber genau das will ich. Ich will so ein bisschen nicht so BÄM wirken, sondern es soll schon so eine gewisse, ja, so eine gewisse Klassik haben, so ein bisschen, so eine gewisse Klasse, jetzt habe ich das Wort, so eine gewisse Klasse haben, ja. Das auf jeden Fall, jetzt haben wir gerade, da ist schon Gold, Gold können wir noch nicht nehmen. Aber mich interessiert mal hier, waren wir schon, ich weiß gar nicht, ob wir hier schon hier waren in meinem Let's Play. Ah, Soulcatcher, das ist geil. Warum die vielen Seelen kommen, fragt ihr euch, da ist ein scheiß Gegner. Den kenne ich schon von Bert. Weil Bert hat damals ziemlich viel Dinora gespielt, als es rauskam.
wo ich krank war. Das war damals, wo das zum ersten Mal rauskam. Unten, ganz unten in der Welt, ist ganz viel Lava und die Gegner sterben. Also die fallen unten in die Lava und die ganzen Seelen kommen daher hochgeflogen. Ich kapiere nicht, warum manche Seelen direkt zu uns kommen und manche Seelen fliegen irgendwie so hier im Bogen um uns. Aber ich meine, wir kriegen hier 286 Seelen schon. Und wir haben ziemlich viele Rohstoffe. Und die Typen, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, die können den Troppen, den Speer. Also Bert hat gemeint, er hätte mal gesehen, wie er einen fallen gelassen hat, aber er wäre in die Lava gefallen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er hat gemeint, das würde gehen, er hätte ihn halt nicht gekriegt. Aber es wäre auf jeden Fall cool, weil wenn der zockt ein bisschen mehr, vielleicht ist er noch besser als der hier, dieser Schnelle. Ich meine, wenn der 20 Damage oder so hat und Feuerschaden macht, dann wäre er bald so gut wie unser Silberstar. Der geht halt schneller als der andere, dann hätten wir eine perfekte Waffe. So, ich will aber jetzt hier hoch, weil ich nach Dings gucken will und den töten wir jetzt hier. In der Hoffnung, dass wir... das ist ein Trident nämlich, ja, ein Dreizack ist das. Oh, sehr nice. Nee, droppt leider nix. Also Mr. Bert, oh, was ein scheiß Riesenwurm. Piss dich, wo bist du? Da. Mach nur 10 Schaden. Ich sehe nicht, wo er ist, aber er stirbt hoffentlich gleich. Hat er einen Schaden gemacht, irgendwie. Ich kann ihn schlecht wehen um. Ah, geh weg von mir. Ah, da ist die HP-Anzeige. Oh, ich liebe die HP-Anzeige. Ja, komm her. Komm her, Wurm. Komm. Stirb. Ja, danke. Nein, wir brauchen keinen blöden Haken hier. Wir spielen weiter, gehen weiter hoch. In der Hoffnung, dass wir hier echt was finden. Ah! Den weg. Och, Alter. Jetzt mach doch mal hier... Ja, Venom, sehr gut. Sehr gut. Achso, die eine lebt noch. Haha, haha. Ich geh mal weg hier. Feuerfledermaus habe ich auch keinen Bock drauf. Geh weg. Sterb einfach dann. Ah, nein, nein. Geh. Lol. Ziemlich wenig HP. Oh, ich sehe gerade 22 Minuten. Ist mir gerade scheißegal. Den Part mache ich wieder 25 Minuten lang. Ist mir ziemlich egal. Habt ihr verdient? Und weil ich ja so krank bin. Kann nicht auf die Zeit achten, mein Gehirn ist völlig im Arsch. Ich bin völlig hier fertig, deswegen gucke ich nicht auf die Zeit und spiele jetzt einfach. Was ich auch noch komisch finde, ist die ganzen anderen Let's Player, wie sie immer hier ihre Aufnahmen, die nehmen dann irgendwie 10 Stunden auf und haben dann aber die kommentieren dann nicht jeden Part direkt. Also das heißt, du guckst dann an und siehst, wie er direkt weiterspielt. Sexy! Yay, da ist ein neuer Typ und der verkauft uns wetten seine Goldspitzhacke. Hey, komm mal her. Shop. Ja, der verkauft die. 6000. Das Geld habe ich nie. Ich habe 101. Völlig arm. Wir können uns eine Bombe kaufen. Eine Granate. Die müssen wir uns aber merken, der ist gut. Ja, ich hätte ja gerne mal eine Kiste oder sowas. Das wäre echt interessant, ob es hier Kisten gibt. Das wäre echt interessant. Das wäre natürlich Bombe. Oh, oh. Oh, geh weg, weg von mir, weg. Ja, flieg auch noch. Flieg auch noch, du Teufel. Gib mir mal deine... Oh, das wäre geil, wenn ich den Dreizack hier finden würde. Dann würde sich Bert nämlich schön ärgern, wenn er das Video sieht, dass er ihn irgendwie scheinbar gekriegt hat, aber ihn dann doch nicht gekriegt hat und ich dann schön hier mit dem Trident hier rumlaufe. Ich muss eh sagen, ich bin ziemlich schnell fortgekommen in den Parts, wenn ich das mal mit unserem Zusammenspiel mit Bert vergleiche, was ich kurz davor gemacht habe. Wo wir einfach... da oben ist eine Schatzkiste. Da. Wir haben gerade 23 Minuten. Das kriege ich auch noch hin. Wir holen uns jetzt hier die wunderschöne hier. Schnell, ich muss da hoch. Ich will nicht sterben. Ich habe das Gefühl, die ficken mich ziemlich schnell. Dreck. Sorry, dass ich ficken gesagt habe. Ich wollte eigentlich penetrieren sagen. So, nochmal 250 Erdblöcke. Und hoch da. So, in der Hoffnung, dass da was Gutes drin ist. Aber ich meine, wir sind im roten Gebiet, aber ich weiß nicht, ob das was heißt. Weil wir haben auch oben im Grün direkt ein Silvercore-Shit gefunden, ja. Also, ist die Frage. So, weg. So, durch hier. So, ein Devil-Spaß, aber ist mir egal. O2. Was haben wir denn hier? Ring of Stability. Use this rings help prevent user from being... Kein Knockback. Okay. Gold Coins from Decker. Wolf. Healing Spell. Replace Heal. Healing 200.
Ja, das finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Sterb. Da sind noch 2D, aber ich baue jetzt erstmal hier die Kiste ab. Ah, die machen Licht, das ist gut. Geil, wir haben Healing Spell gekriegt. Das ist geil. Hatte ich vorher noch nicht. Ah, jetzt komm, tropp mir noch. Komm, wenn ich jetzt richtig Schwein habe am Ende des Parts, kriege ich jetzt noch hier von denen so ein Dreizack getroppt. Komm, tropp mir Dreizack. Komm, tropp mir. Scheiße. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die einen droppen, aber ich will einen haben. Das steht auf jeden Fall fest. So. Jetzt kriege ich mal hier hin. So, und beende den Part. Mal kurz noch gucken. 422 Seelen. Also, wir sind richtig geil. Richtig voll hier. Granaten haben wir auch ordentlich. Jetzt haben wir hier noch eine vierte gekauft. Bomben natürlich. Und Portion of Return, also wir können auch wieder hochgehen und den Werwolf töten. So, dann mache ich mal Pause. Und würde ich den Part sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann schön kommentieren und einen schönen Däumchen nach oben geben. Ja, und die ganzen Fragen, die ich gestellt habe, könnt ihr alle kommentieren. Würde ich mich freuen. Und wenn es ganz cool ist, natürlich auf Facebook teilen oder sonst wo, wenn ihr mich unterstützen wollt. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer Kanzler Monzo. Shall we play a game?